Ich halte die Migrationspolitik der Bundesregierung für politisch falsch, für rechtswidrig, in Teilen auch für verfassungswidrig. Die Bundesregierung hat nicht das Recht, sich das Volk selbst auszusuchen. Das deutsche Volk hat sich das Grundgesetz, also seine Verfassung und die Institution gegeben und nicht umgekehrt. Ich glaube, manche in der Bundesregierung haben es nicht begriffen.